Ja, hallo Leute, ich begrüße euch heute wieder mal aus Österreich, von der Donau. Es freut mich voll, dass der Ricardo Zeit gehabt hat, dass er wieder mal kommt, dass wir wieder mal ein paar coole Videos drehen können. Wie gesagt, das ist schon seit dem letzten Mal ziemlich lang aus. Und ja, ich hoffe, wir werden euch ein bisschen was Interessantes bringen. Zum Thema war eigentlich unsere Ethos-Serie, wollte ich euch ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, da werden wir euch ein bisschen die Routen und alles vorstellen, speziell fürs Flussfischen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze dann wieder gefallen wird. Und ich freue mich schon drauf. So, ich habe mir jetzt da eine Distanz ausgelotet auf 52 Meter. Da ist eine Kante abfallen, ein bisschen ins Tiefe. Und da werden wir jetzt schauen, ob wir ein bisschen was erwischen. Jetzt tun wir kurz einmal ein paar Körbe vorfüttern. Machen wir heute nicht so viel, so 3-4 Körbe genügt normalerweise. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt heute. Am Anfang gebe ich immer ein paar Kaster rein, ein paar Hanfkörner. Das gehört zu mir eigentlich immer zu der Anfangsfütterung. Im Sommer kommt ein bisschen geschnittener Mais. So, da waren die Fische da nicht wollen, haben wir eine zweite Distanz, die ist auf 64 Meter. Das schauen wir sich dann einfach an. Da ist auch eine kleine Kante drinnen, die ist nicht so groß wie die, was wir da jetzt haben. Probieren wir es einfach einmal. Anfangen tue ich heute mit einem MXB3, Größe 16, mit einem 14er Vorfach. Das ist eigentlich immer so mein Anfang. Und dann sehe ich eh, wie die Fische beißen, welche Größe das kommt. Jetzt haben wir da einen 90 Gramm Korb oben, der bleibt liegen. Der 80er ist am Anfang kurz liegen geblieben, der ist dann nachher ziemlich oft gekupft. Jetzt haben wir einen 90er oben, so wie es ausschaut, passt der perfekt. Weil wir sind da ein bisschen oberhalb vor dem Kraftwerk und wenn die oft schleißen, dann kann es sein, dass die öfters zum Rutschen anfangen. Kann man dann einmal während der Session probieren, dass man einfach dann einmal den leichteren Korb auf der kompletten Futterspur mal durchrutschen lässt. Vielleicht, dass sie mal irgendwo entweder Blaunasen oder vielleicht sogar Barbe erbarmen tut. Zum Futter möchte ich euch kurz sagen, wir fischen heute dunkles Futter. Das ist dadurch, dass die Donau zwar ein bisschen angestaubt ist, aber immer noch eher mehr sauber ist, ist da am besten, wenn man immer ein bisschen dunkleres Futter fischt. Wir haben gelbe und rote Partikel drinnen, es sind Eikeg-Partikel drinnen. Ja, es ist eher der Mix auf Brassen ausgesetzt, es ist ein schweres Futter, damit es unten bleibt. Durch das, dass wir da trotzdem über 12 Meter Wassertiefen haben, braucht man trotzdem ein Futter, was extrem gute Klebkraft hat und das, was einfach unten liegen bleibt am Boden. Darum habe ich es am Vortag schon mal vorgefeuchtet. Das lasse ich dann immer gern durchziehen, weil es kann ab und zu sein, dass man einfach relativ eine starke Strömung hat und da muss dann einfach die Bindekraft und tut man es nächsten Tag dann ein bisschen nachfeuchten, damit es ein bisschen mehr Bindung hat und dann passt es. Wie gesagt, das ist der Mix, den was wir heute da probieren. Eher mehr auf Brassen ein wenig ausgerichtet. Es ist aber auch ein bisschen Gewürzmischung drinnen, also spricht eigentlich so jeden Fisch an. Und dann schauen wir mal, was uns das alles bringt. Ich habe Kaster da, dann Hanfkörner, aufgequollene, die habe ich mir frisch gemacht. Ein paar tote Pinky, ein paar kleine Pellets und zum Ködern haben wir auch Maden und Pinkies. Je nachdem, wie sie die Fische verhalten, falls sie mal recht scheu sind, haben wir es da schon gehabt, dass wir einfach mit Pinkies mehr Erfolge haben, als wenn man dann Maden aufhängt.
Das ist je nachdem, wie die Fische dann beißen. Durch das, dass wir vor ein paar Tagen schon wieder Minusgrade gehabt haben, da ist es relativ wieder kalt geworden, muss man schauen, wie es heute in Beißlaune sind. Und dann sieht man es eh, sonst müssen wir da mal da zurückgreifen. Ja, was ich noch habe, das ist ein paar Mistwürmer habe ich noch mitgenommen. Das ist einmal zum Probieren, wann die Fische am Platz sind. Generell ist es so, dass da die Fische auf die Würmer nicht so gut reagieren, sondern eher mehr auf Maden und Pinky. Aber wir schauen sich das dann einfach an. So, momentan schaut es aus, wie wenn die Fische auf der kurzen Bahn nicht so wirklich wollen. Ich habe mir heute eine zweite Rute hergekriegt. Auch unser Ethos, die XRD in 420, die geht bis 150 Gramm Wurfgewicht. Da habe ich ein bisschen einen schweren Korb oben. Für das habe ich mir auch die Rutenablage von uns mitgenommen. Dass ich einfach nicht, dass die irgendwo, man sieht jetzt, da sind überall Steine und das nicht, dass die da irgendwo in die Steine rum liegt. Ist das immer gut, wenn man so eine kleine Ablage mit hat. Notfalls kann man mal einen Kescher raufgeben oder was. Wie gesagt, die habe ich mir da ein bisschen positioniert. Und jetzt werde ich dann probieren, dass ich es mir auf der ein bisschen weiteren Bahn, auf die 65 Meter, was wir abgelehnt haben, dass wir es dort einmal probieren, vielleicht den einen oder anderen noch ergattern. So, ich möchte noch kurz was zu unseren Ruten sagen, mit denen was ich heute fisch. Wie gesagt, ich habe die Ethos, die XRD, 4 Meter bis 130 Gramm habe ich heute auf die kurze Bahn. Die finde ich einfach fürs Flussfischen perfekt. Wenn man jetzt Körbe fischt, bis 100 Gramm, 110 geht auch noch, sage ich mal, sind die Ruten wirklich voll super. Wie gesagt, man kann es im Fluss fischen. Wenn man ein bisschen feiner, ein bisschen leichter fischen will, weil die haben extrem eine gute Aktion, sage ich mal, ist das für mich immer die erste Wahl. Und die 130er nehme ich deswegen, die ist im Rückgrat ein bisschen steifer als die 100-grammigen. Durch das kann man auch einen 110er Korb, wenn es einmal ist, einen 120er, kann man da nur halbwegs normal werfen, sage ich mal. Alles, was dann drüber ist, was ich auf weitere Distanzen fisch, nehme ich dann die 420er, die geht bis 150 Gramm. Da hat man einfach ein bisschen mehr Reserven, auch wenn es jetzt einmal weiter rausgeht, sage ich mal, auf 80 Meter, 85, 90 Meter. Die hat einfach extrem gutes Rückgrat und da kann man dann die Weiden auch schön werfen, sage ich mal. Ob man da jetzt dann auch mit einem 110er Korb oder mit einem 120er Korb, mit einem Speed, wenn man fischt, also die Routen laden sich super auf und man kann wirklich super auf die Weiden, auf die Entfernung fischen damit. Wie gesagt, für die ein bisschen leichten Körbe die 130er und für das andere eben die schwere. Speziell wie es bei uns ist in der Donau oder man kennt es auch in Deutschland draußen, ob das jetzt am Rhein, Elbe ist, am Inn, sage ich mal, also es sind überall, wo die großen Flüsse sind, kann man die Routen bedenkenlos fischen und ihr werdet wirklich einen Spaß dran haben. Sie sind trotzdem, haben eine feine Aktion und trotzdem aber stark im Rückgrat, wo man einfach ein bisschen schwere Körbe auch befördern kann. Die Rolle habe ich unsere Horizon, die 5000er. Ich finde einfach die 5000er perfekt. Es ist ein bisschen eine größere Rolle. Sie hat einen guten Einzug. So kleine Rollen, sage ich mal, mag ich nicht. Durch das, dass man mit den kleinen Rollen schwere Körbe öfters befördert, ist das einfach fürs Getriebe nicht so ideal. Auch von der Übersetzung her, sage ich mal, da sind einfach trotzdem größere Rollen ein bisschen besser. Von der Schnur her habe ich unsere Coated Line oben, die geflochtene, in 010 auf beide Routen. Finde ich, für die feine Fischerei kann man dann eine 08er nehmen, aber wie es jetzt ist, für den Strom 010, eventuell eine 012er, sage ich mal, das ist dann Geschmackssache. Der eine tut sich mit dem leichter, der andere mit dem. Also für mich ist da einfach die 010er Coated Line, fische ich schon seit einigen Jahren und ich bin wirklich recht zufrieden mit der Schnur. Da gibt es nichts, auch wenn man jetzt einmal ein bisschen auf Distanz fischen muss, finde ich, ist das einfach trotzdem die erste Wahl. So, da haben wir sich wieder super Wetter ausgesucht heute. Ist echt ein wenig, naja, aber zum Glück haben wir mir trotzdem noch kurz Regen gewandt. Wie gesagt, ich habe es zum Glück mitgenommen, meine Jacken. Bei dem Regen jetzt. Wir Angler sind halt immer ein bisschen bekloppt, wir gehen bei jedem Wetter fischen. Aber wie heißt es so schön,
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und das haben wir aber nicht. Wir haben eine gute Kleidung. Und darum ist es immer ein Muss, dass man auch, wenn das Wetter mal ein bisschen schöner ist, ein besseres Regengewand irgendwo mitnehmen. Weil falls es so anfängt wie jetzt zum Regnen, dass man einfach trotzdem geschützt ist und wir unseren Hobby weiter nachgehen können. So, jeder von euch kennt es sicher, nasskaltes Wetter, man hat einen Abriss gehabt, ja, jetzt geht es wieder von vorn los, Montagen binden und, und. Ich habe mir das auch so gemacht, ich habe mir meine Montagen daheim schon vorbunden. Und zwar habe ich die alle auf die kleinen Schaumstoffricks, die was mir überblieben sind, die habe ich notiert, je nachdem mit der Schlagschenstärke. Dann habe ich welche mit Laufmontage, Seitenarm, das habe ich dann genau beschriftet. Das Einzige, was man dann nur mal machen muss, auf die Hauptschnur anknoten. Wenn es an der Hauptschnur anknotet ist, einfach aufwickeln. Und schon hat man die nächste fertige Montage. Haken auf und man kann schon wieder weiter angeln. Tja, wir haben jetzt schon seit einer Zeit keine Biss mehr gehabt. So ist es halt mal beim Angeln, weil man hat gewisse Beißfenster. Vorher haben wir wirklich Biss auf Biss gehabt. Wir haben schön gefangen, Brassen, Barben, Blaunasen. Ja, den einen oder anderen Fisch hat man verloren. Das ist halt einmal so beim Fischen. Wie gesagt, jetzt haben sie es ziemlich nachlassen, die Biss, bis fast gar nichts mehr. Jetzt haben wir schon alles probiert, ja, also mit schon alle Register gezogen, ab und zu haben wir noch mal ganz einen kleinen Hocker, dann aber nichts mehr. Und ja, aber kommt allem in allem war es eigentlich ein guter Tag, muss man sagen. Das Wetter, ja, war eigentlich auch so halbwegs, in der Früh war es ziemlich kalt, dann hat es geregnet, der Wind. Dann wieder mal Sonnenschein, also ist extrem durchwachsen, sage ich mal. Natürlich sind da die Fische auch nicht so in Beißlaune, wie man sich halt wünschen würde, sage ich mal. Das ist eigentlich so, wie man so zu einem auch ist. Aber grundgenommen, sage ich mal, können wir zufrieden sein. Und ja, ich hoffe, habt ihr ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.